new Band-Aid plastic strip with new Super Stick. It sticks better than any other bandage. The proof? Take a dry edge at room temperature. But you'll never surrender. And you... Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Kanna, fast auch ein bisschen ab. Als klein Lilly kann er nicht Matsch spielen. Da Mann, wo der Pap? Man hat wohl nach dem Mast und heute nur an der Bäckerei abgeräumt. Alle geht ein bisschen spielen, bis er rennen könnt. Weiß ich nicht. Ich schneiß nach frisch Brötchen abfrischt. Oh Germain, du hast doch wie immer so viel mehr gemacht. Du hast doch kein mehr, Jean. Komm, vergiss den Abend, du genießt dein Sonntag. Ja, stößt dir. Alle Bauern, kommt ihr essen! Komm, Pap, du bleibst die Fliegerin. Ei, du kriegst nicht Hitler, was verdenkt. Die Sackträger. Du hast recht. Ich hoffe, sie vertreiben Preise geschönerem auf die andere Seite von der Musel. Schönen guten Morgen, Jungen! Moin, Meister! Ah! Bonjour, Monsieur Jean! Am? Tout est prêt, Patron! Wie immer, Sie mir an aller Ehrgottsfreien dienen. Von den gutmischen Leuten nach allen Gemitteln zu Hause schlafen. Der Chariot ist geladen. Und ihr könnt als gut Brot bei den Leuten feiern, Meister. Und jetzt wird es mal komisch gesehen. Ja, Meister. Ja, frisch Brot ist auch ein Großfried, ne? Oder? Da kommen wir aus der Tür. Hey. Mein Name ist Ernst Kohn. Ich bin Member von der Mirscher Geschichtsfreien und ich kenne die Familie Kies hinter meiner Freistag Kantheit. Ein paar von euch können sich bestimmt noch an ihre Salon auf der Sternenplatz heute zu mir erinnern. Die Jean war mit sich an der Welt zufrieden und ich hoffe. Hier sind seine Frau, Germain, sein Kanner, der kleine Lilly, der Josie und der Fons waren eine intakt und zufriedene Familie. Bis der den Zweiten Weltkrieg kam. Und die Unehrlichkeit von ihrem Dienstmädchen eine fatale Entwicklung losgetrippelt hat. So, Erika, wenn es noch fertig ist mit der Wasch, dann komm du mal drauf, dann fallen wir sie zusammen ab. Ja, Madame, ich tummle mich. Schon ein Rendezvous mit einem Zaldut. Lust dich doch nicht mal so einen Park an, Erika. Sie sind dann aus dem Land gekommen und haben sich geholfen, was ihnen nicht gehört. Ein Lützebäuscht Mädchen soll nicht mit einem Preis gesiegen. Aber wenn dein Pop das weißt. Mach nur den Abend fertig und vergiss die Spiechten.
Alors, Monsieur Jean, haben wir alles verkauft? Natürlich, hi. Ja, gib mir das. Alles fort, das wundert mich gut nicht. Der beste Brot von der Welt könnt noch immer aus der Bäckerei Kies von mir. Ja, die zwei. Können wir dich im nächsten Schemen auf Hammer sehen? Ja, Micha. So, genug geschafft. Alles ist ausgeführt. Jungen kümmern sich um Miss und der Schlauch von dem Radio. Was aber keiner Wort kriegt. Ja, ja, fand halt mit, ne? Der Backer aus der Radio. Was geschieht eigentlich mit den Leuten, die die Radio lauschen? Also, ich meine den Engländern. Das ist ja verboten, oder? Ja. Das tun Preußen nicht gern. Das weißt du doch. Wo ist du, Ehren, den du geschossen? Nee, mein Papa geht mir praktisch nur in die Stadt geflogen. Der englische BBC-Sender war von den Deutschen als Feindsender angestuft, auch verboten. Über das Radio hat Resistenz nämlich kodiert Message gesendet und Grand-Duchess Charlotte hat aus dem Exil hier Message in Lissabon Volk adressiert. Den Engländer lauschen war also äußerst gefährlich. Das hat natürlich nicht verhindert, dass viele Lützebäuer trotzdem den Sender heimlich daheim gelauscht hatten. Die müssten darauf vertrauen, dass Familie und Freunde ihn nicht verroden. Dem Dingschmännchen Erika sei Klauen, sein Nummer hat am Film geändert, ist natürlich irgendwann abgeflohen, weil er probiert hat, die geklaute Bijou beim lokalen Goldschmied zu verkaufen. Der Genre hat für sich jemand Gewissen zu reden. Am Platz ist es los. An Ava ist Erika kurz danach gesehen, wie der Ortsgruppenleiter sein Haus gegangen ist. An der Prüde Strupp ist der Jean verhaftet gehen. Moin Stupp. Heute schon ein paar Kommissionen machen. Ah, ich knüttle. Das ist eigentlich voll sein. Was hast du gemacht? Sollte doch schon ein paar Kommissionen machen. Die Preise schon da mal waren heute. Du sollst ja noch rüber auf das Büro kommen. Merz. Also, ich weiß nur beim besten Willen nicht, was ich soll machen. Vielleicht wird ihr sich bescheuert Brot für den knusprig genug. Sieh doch seriös. Mit denen Drecksack aus nicht zu spaßen. Geh nicht dahin. Okay, voll, Jermaine. Und ich klebt. Was stoppt dich? Und dann nehmen sie dir oder der Kamera-Person. Ich gebe es rup, das wird schon echt Sinn. Schon mal in echt viel zu werfen. Ich kläre das.
Ohne sich groß etwas zu denken, als der Jean die Mirsche und Biersch bei die Preise schon am Rie getrippelt. Ein Gedanke war hier bei ihrem siebten Hochzeitstag, für den hier beim Apple-Gärtner in dicke Bouquet-Blume bestellt hat. Haut aus den Apple-Gärtner als Etablissement Fleur Thielen bekannt. Wie hier bei den Gendarmen ankommen, wird dort Gestapo, geheime Staatspolizei, ob hier gewährt. Spätestens dann hat der Jean dann aber mit der Angst zu dekret. Der Jean ist an Villa Pauli, der Gestapo hier die Hauptquartier erbrüscht gehen, verheiert gehen, an dünn an Prison am Grund angesperrt gehen. Von dort aus hin verdächt an das Sonderlager hinzukommen, an Dünno an Konzentrationslager Natzweiler. Die Kätascher, die hier regelmäßig heimgeschickt wird, belehren, dass hier in Hoffnung seine Familie Römze gesehen nie verloren wird. Mit den Bouquet Blumen sollte nie beim Germain nur kommen. An de Jean nie mehr heimkommen. Hi. Tut mir öfter Fleisch in den Würst. Was ist hier los? Entschuldigung, mein Herr. Wäre es möglich, für den Mann etwas Wasser zu haben, bitte? Der da? Verrecken soll er? Verdammter Jule. Bitte, Sie sehen doch, dass der Mann am Ende ist. Wasser! Wasser kriegt der? Wasser? Na? Jetzt zufrieden? Jude? Das soll einer sagen, wir Kapos kümmern uns nicht um unsere Gäste. In meinem Revier. Jeden das sein. Ihr Schweine, wollt ihr mich die Dumpe verkaufen? Du solltest die Dumpe. Dies mache ich weg. Judenfreund, dich melde ich. Das gibt Urlaub im Bunker. Dich kriege ich auch noch klein. Na, das wird man ja danach gesehen. Hätten wir aber noch verlegt, oder nicht? Hätten du schon was verlegt, oder? Es ist das jedenfalls. Alle Jungen, genug getrennt. Aber schön mit dir. Ja. Mann, wie fahren wir das jetzt? Der Briefträger. Alle, fort mit dir. Pass auf, ihr Job. Adi. Adi. Mir geht da aber gut. Du brauchst dir mich keine Sorgen zu machen. Ich hoffe, dir an der Kanner geht es auch gut und ich bin froh, wenn ich dich feiern nächstes kann dann abholen. Schick mir Wunsch geliefert, beim nächsten Kolli ein bisschen zu mir. Mein Leben ist für dich gefühlt. Da kann ich dir nicht flecken. Gott sei Dank. Wer lebt noch? Ich strecke dich an die Kanner, hol ihn all daheim eine schöne Bonjour mit. Dein Jean. Thank you.
Schiederin hat zu dem Do-Zeitpunkt noch immer ohne gut angeklebt. Jean gouf entretemps von Natzweiler an KZ ob Dachau bei München transportiert. Die Hoffnung war groß, dass hier Geschwindes kein Team kommen. Mir irgendein von der Ortsgruppe zu mir muss immer a permanent sein Veto angelöscht tun. Daheim hast du Jean Butter vermisst gehen. Sein Stuhl war ja Moyes, Mütters, an Oves Eidel. Dem Jean sing nazifeindliche Ausstellung als nicht spurlos lunch sing Bovengang. Ob der preußischen Kreisparteidisch wird hier nie den Hackekreuzfändel rausgehängt. Wenn dann auch noch Bild vom sogenannten Führer hat mich dann abgehängt gehen, hat ihn einfach Trolle in seiner Patisserie raufgelassen. Ob der Fonds, der ja schon smial war, hat das klar in Einfluss. Wie ein Iva lieber die Anekdote weist, hat er sich auch nicht von Wehrmachtssoldaten ausgestrügt gelassen. Der Jean hat seinen Bauern schon deutlich gemerkt, wie ein Basi daheim der war, aber wie ein nicht. Damit du groß und stark wirst. Und eines Tages wirst du mit uns marschieren. Ja, ein echter deutscher Soldat wirst du da. Wir sind Salützier. Na, meine Herren, wenn ihr noch so lange Krieg führen wollt, dann müsst ihr aber noch viel Bier trinken. Ja. Natürlich. Komm, Edel, bring uns noch eine Runde. Ich gebe einen aus. Sollt man da rausch? Muje Funks! Die Mam so, dass ich bis zu Müllisch soll sicher kommen. Mir hukang mei. Ma jo komm, gif mir den Kern hin. Merci, Madame Rausch. Die Mam so, dass sie nur bezuhlen kann. Oh, so Dinger mammelt wir an der Reihe. Sie hat doch schon miser genug. Mir letzte Boja. Mir mussten zusammenhalen. Aber wie sie sie dann? Das gseiste doch. Das sind auch vom Hitler-Singer-Band. Fons, nicht so hart. Die fährt sie nicht. Aber wen hast du denn dann? Ja, es ist ja nur ein kleiner Bub. In das Klo. Mein Pop soll aus dem dursing dummen Biener bei uns hier nicht rockeln. So lange hat Wehrmacht nun aber nicht mit Krieg gefeuert. Weil den 10. September 1944 Moyes, kurz vor 10 Uhr, von die ersten amerikanischen Soldaten über Dareler Straße am Mirsch ran. Viel Mirscher haben sich noch an ihre Keller verstoppt, wie ob einmal eine vierstellige Explosion zu hören war. Preußen hat nach ihrer Flucht Langbrück über Dölzisch an die Luft geschaut. Trotzdem hat sich sehr ein großes Friedbrett gemacht. War Lützebüsch doch endlich frei. Leute haben den Amerikaner hier Panzer mit Blumen gerischt und die eng oder andere Flasche Wein und Hausmacher Drüppeln rausgeholt. Sehr, als auch der Lützebüsch Händel aus der Stopp geholt ging, er gauf direkt und Fassade von den Häusern abgehängt. Preise sie verdrieben gehen. Und die Sonne stung den Tag ohne Unterbrechung im Himmel. Die, die dabei waren, schwätzen heute noch von dem Moment. Der Freiheitssohn. Auch für Germany aus den drei Kanner war es ein gallisch Fried, der mit der unmenschlichen Nazi-Diktatur Schluss war. Der Krieg war aus. Und Germany war sich sicher, dass Jean da noch geschwind hinkam. Ob all Transport, die Gefangenen aus den Prisonen an der KZ hinbrüscht hat, als hat nun Jean sicher gegangen. Mehr ist 1946. 2 Jahre nach der Liberation.
als ein Brief von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration ukam. Jermin wusste nicht mal, dass er schon am KZ zu buchen wollte, am Außenlager Ordruf war. Du Jean hast du an Fleckfieber an Herzschwäche gestorben. Weit weg von seiner Heimat, seiner Frau und seiner Kinder. Für die Familie bringt die Welt zusammen. Alle Hoffnung an das Langwerden wäre für nichts.